Boah, diese verdammte Scheiße. Es könnte mich ja so ankotzen. Jetzt wird die EU schon wieder von den Politikern missbraucht, um gegen die Bürger vorzugehen. Und dabei müsste es aus meiner Sicht heraus genau umgekehrt sein. Die EU müsste dafür da sein, damit die Bürger die Regierungen besser kontrollieren können. Und die EU müsste die Bürger vor den Regierungen schützen, damit bestimmte Sachen, die einfach gegen Bürger- und Menschenrechte verstoßen, dass die Bürger davor geschützt sind. Das müsste ein zentraler Bestandteil der EU sein, dass sich die EU-Bürger zusammengeschlossen haben, um ihre Regierungen zu kontrollieren, als ein Kontrollgremium, ob die Regierungen Dinge auf eine Art und Weise umsetzen, die die Bürgerrechte, Demokratie und Menschenrechte gewährleistet. Und stattdessen ist es immer wieder andersrum, dass die Regierungen die EU benutzen, um in der EU Sachen zu beschließen, gegen die man sich dann nicht wehren kann als Regierung. Dann stellt sich die Regierung hin, ja, wir wollen ja nicht die Menschenrechte verletzen, wir wollen ja nicht die Bürgerrechte verletzen, wir wollen ja nicht eure Freiheit einschränken, aber die EU zwingt uns dazu. Wir haben uns in der EU sehr stark dafür gemacht, damit das so ist, aber ja, die EU zwingt uns dazu und sind die Hände gebunden, tut uns leid. Immer diese Scheiße, ich kann das nicht mehr hören. Ich finde, es müsste andersrum sein. Es müsste doch irgendwie hinzukriegen sein, dass ich die... Ja, ich weiß es auch nicht. Also meine Vorstellung von der EU wäre, dass es andersrum ist. Dass die EU eher ein Kontrollgremium ist, dass die Regierungen einschränkt, Sachen zu machen, die falsch sind aus Bürgersicht. Und das kann man ja zum Teil ganz objektiv und leicht feststellen. Okay, ich lese mal kurz vor, was ich gerade auf Wikipedia gesehen habe. Da war ich nämlich gerade und da war diese Überschrift Danke, aber es reicht nicht. Hashtag NoUploadFilter. Ich lese mal nur hier die fettgedruckte Einleitung, weil das reicht schon völlig. Im Koalitionsvertrag wurden Uploadfilter noch als unverhältnismäßig abgelehnt. Jetzt setzt die Bundesregierung das Gegenteil im Rat der EU in die Tat um. Das Ergebnis könnte der Meinungsäußerungsfreiheit der Menschen über Jahrzehnte schweren Schaden zufügen. Ja, also was ist wieder passiert? Im Koalitionsvertrag steht, dass man dagegen ist, weil das besser ankommt bei den Menschen, bei den Bürgern, weil sie ganz genau wissen, dass es falsch ist. Und dann streiten sie innerhalb der EU dafür, dass ihnen die Hände gebunden werden und dass sie etwas anderes umsetzen müssen wie kleine unschuldige Lämmer. Und dann stellen sie sich vor uns hin und sagen, wir sind die kleinen unschuldigen Lämmer. Das ist die böse EU. Und dann wundern sich die Politiker am Ende auch noch, dass die Leute gegen die EU sind und die EU nicht mehr haben wollen. Also ich finde, und da sehe ich die ganz große Chance der EU drin, dass die EU ein Instrument sein könnte, damit die Rechte der Bürger geschützt werden. Und ich weiß nicht genau, wie man das umsetzt und ob man das mit den derzeitigen Strukturen machen kann oder ob wir es ganz anders machen müssen.
Auf jeden Fall müssen die EU-Wahlen auch einen anderen Fokus bekommen. Die müssen viel ernster genommen werden. Wir müssen viel mehr mitbekommen können, was in der EU beschlossen wird. Es muss uns viel mehr interessieren und wir müssen uns da viel stärker machen, dass dort fähige Leute reinkommen und nicht, dass dort Politiker abgeschoben werden, die es in der Bundespolitik nicht mehr bringen. Ja, jetzt habe ich mich aufgeregt, jetzt ist meine Wut fürs Erste verraucht und ausgeredet, aber es ist ja ein ernstes Thema und ich finde, wir sollten uns irgendwie damit beschäftigen, wie wir es hinkriegen können, damit es in der Zukunft anders ist und das wäre eine EU, wie ich sie mir wünschen würde und die ich unterstützen könnte. Aber das, was da zurzeit in der EU läuft und wie die EU funktioniert, das ist immer so, ja, dieses Instrument ist, um den schwarzen Peter woanders hinzuschieben, das ist unerträglich. Und das werde ich auch nicht dulden. Und das sollten wir auch nicht dulden. Okay. Bis zum nächsten Mal, euer Netzkaiser. Lasst mir bitte ein Abo da, um mich zu unterstützen. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt einen Daumen hoch. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was eure Meinung zu dem Thema ist.